soll es ja gar nicht glauben. Vor der Wende die Idee, eine Wurfmaschine nachzubauen, weil wir wussten, dass erstmalig im Jahre 1212 Kaiser Otto IV., der Welfenkaiser, die thüringische Rudeburg belagert hat. Jetzt hat unser Freund Werner Freudemann, der leider nicht mehr lebt, unser Bühnenmeister, ein Modell gebaut, im Maßstab 1:10, sehen Sie, verspürt hat gegen sein Kaisertum, brachte er aus Italien auch so eine Steinschleuder mit. An der Spitze von etwa 20.000 Mann für mittelalterliche Verhältnisse ein gewaltiges Heer, 2.000 Ritter. Das gesamte Reich an Rittern und Ministerialen war hier versammelt. Abgesehen von den Worten gedachte, dass er die vielen Toten beim Kampf um Weißensee bedauert, die für den wahren Glauben der Kirche gefallen sind. Kaiser Otto setzte also erstmalig diese Steinschleuder ein. 600 Stunden Arbeit stecken da drin, in diesem kleinen Modell. Und erst nachdem wir gemerkt haben, das funktioniert tatsächlich, haben wir uns an den Bau der großen Steinschleuder gewagt. Wir haben ja 1994 angefangen. Und damit Sie mal eine Vorstellung haben, wir haben etwa 150.000 keine Maschine zum Geld drucken. Ich rate davor ab, sowas nachzubauen und damit und zu denken, damit könnte man reich werden. Wir zahlen also noch heute an den Blütenschatzbriefen, an den. Da sollte jetzt keiner stehen, das heißt, die beiden kleinen Kinder sollten. So, ich würde mal darum bitten, die Fotografen und die Kinder, passt heute mal alle auf, den wir auch hier herbeiführen wollen. Nämlich, sie ist jetzt gespannt und. Das ist auch kein Katapult, wie ich das heute erst wieder im Internet gelesen habe. Da wäre ja ein Löffel dran, der sozusagen das wegwirft. An dem Ende des Wurfarmes ist noch ein Seil dran und in der Schlaufe des Seils, nämlich hier, liegt jetzt die kleine Kugel drin. Das ist im Prinzip die Geschichte von Kugeln wiederfinden. Und die Kinder bringen sie uns dann. So, wir probieren das jetzt mal aus. Und genauso wird das dann mit der Großen funktionieren, hoffentlich. So, unser Artillerist hat gerade eine Fehlzündung. Wir sollten ihn vielleicht mal zur Reserve schicken. Irgendwie kann man den bei der Bundeswehr nochmal einberufen. So, er ist jetzt soweit. Wir wiederholen das Ganze auch nochmal. Und Moment, stopp. Stopp, wenn das Ganze nach hinten. So, ja und Kinder, habt ihr aufgepasst, ging zu schnell, ne? Also mal, es geht dann relativ schnell, das ist dann wie hier auch, das Vorspiel dauert fast eine Stunde und dann geht's ruckzuck und dann ist es schon wieder vorbei. Unser Gegengewicht, das heißt, das Ende des Wurfarms sind etwa 1,5 Tonnen Holz, immer zusammenrechnen jetzt mit, ne? Am Ende des Wurfarmes, da hängen so Gewichte dran. Das sind Bleigewichte, da haben wir aus alten Wasserleitungsrohr. Und in den Kasten selber sind nochmal 6 Tonnen Steine und Bleigewichte. Kugel wieder, dahinter läuft keiner lang, alles klar, ab geht's. Vorsicht, da haben wir es schon wieder. Irgendwie, wenn ich sage, es läuft keiner, dann lohnt durch. Hören Sie auf uns, es ist besser für Sie. Auch wenn wir gut versichert sind. So, die liegt hinten in dem Busch. Kinder! Und das können Sie sich ungefähr vorstellen, also diese Kugel könnten wir, wenn wir zuladen, ungefähr 600 Meter weit werfen. Mal sehen, wie weit das für Michael schafft. Ich muss Ihnen das nochmal vormachen. Immerhin weitergeworfen als der Große ist. 1,80. Ja, das sieht man, schiere Größe alleine tut es auch nicht. Sportler von Weißen, Sie haben schon mal einen Wettbewerb gegen die Rudeburger verloren. Hat er nicht übertrieben, ja? Da müsste ich gerade nochmal. Also er hat natürlich weitergeworfen, klar, 2,10 Meter. Oh, das ging ja sehr schnell.
glaube, ich muss mal ein bisschen weitergehen hier. Wie Sie wollen, wie Sie möchten. Hin, wieder 80. Ja. Gut. Gut, ich habe erstmal zwischenzeitlich wieder an den Michael, der hat ja noch. Oh, da kriegt sie gleich gegeben. Thüringische Freundschaft. Jawohl. Oh, der war auch gut. Und zweiten Versuch machen. Der Steinheber ist auf Platz 1. 2,65. Und Bliebenkugel spannt er ja noch. So, los, noch ein Versuch. Jawohl. Ja, das war schon dein Versuch, Mann. Der Steinheber ist auf Platz 1 mit 2,65. Und Bliebenkugel spannt er ja noch. So, los, noch ein Versuch. Jawohl. Ja, das war schon ein Heber. Der Steinheber. Da macht man hier jetzt. Da muss hier rein. 2,70. Oh, wir müssen ihn fragen, ob er eine Revanche will noch. Bei 5 cm. So, okay, der Tür noch mal. So. Oh, abgerutscht. Aus Berlin. Ich bin auch nach. Oh. Und wir Thüringer Steinheber. Wir wissen, wie gut Steinheber Bier trinken ist. Teammaster gibt dann Kommando. Ganz los geht. Wir haben natürlich auch schon mal eine Anfrage gehabt. Vom Bundesluftfahrtamt, wie hoch unsere Kugel fliegt. Weil, wenn sie nämlich höher als 50 Meter, wäre die ganze Veranstaltung beim Bundesluftfahrtamt Abteilung Tiefflieger zu genehmigen. Weil aber die Amplitude der Kugel bei etwa 41 Metern nach unten abbricht, streifen wir den deutschen Luftraum nicht. Demzufolge sind wir von der Sonderausregelungsgenehmigungsordnungsformular befreit. Wenn Sie jetzt glauben, wenn ich so ein paar Pyrobanten-Sketche so mache und mich da steuere, das sei alles von mir erfunden. Nee, nee. Das haben wir alles schwarz auf weiß. Wir hatten auch am Anfang Schwierigkeiten mit unserer Baugenehmigung. Weil das zuständige Amt wollte erst uns die Genehmigung erteilen zum Bau. Wenn der TÜV die Abnahme gemacht hat. Ja, das haben wir auch nicht verstanden. Weil der TÜV kann ja erst die Maschine abnehmen, wenn sie gebaut ist. Aber wir haben die Bocken dann auch erhalten. Übrigens, wir schießen für Privatveranstaltungen, wenn wir so eine Hochzeit haben oder eine Geburtstagsveranstaltung oder irgendwas in der Richtung, kann man sich die Steinschleuder auch ausleihen, mieten. Ja? Da schießen wir dann immer mit Pappkugeln. Ihren Flugweg durch den Orkan verändern würde und könnte eventuell Schäden anrichten. Deswegen haben wir ein Luftmessgerät. Und jedes Mal, wenn wir mit der Pappkugel schießen,